الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Liebe Geschwister, aufgrund des aktuellen Anlasses wollte ich heute ein paar Worte über das Feiern des Valentinstages sprechen. Wie auch jedes Jahr wird am 14. Februar der Valentinstag gefeiert. In Deutschland und in einigen anderen Ländern auf der Welt werden an diesem Tag Blumen, Pralinen, Schmuck und andere Geschenke verschenkt. Einige gehen möglicherweise draußen essen oder unternehmen gemeinsam etwas. Mit diesem Fest oder Brauch möchte man seine Liebe und Zuneigung besonders bekunden und bekannt geben, damals und eventuell auch heute geheiraten. Rund um den Valentinstag gibt es zahlreiche Legenden und Theorien. Es wird unter anderem behauptet, dass dieser Tag eine Erfindung von Floristen und Schokoladenherstellern sei. Auch wenn tatsächlich an diesem Tag viel Umsatz gemacht wird, geht das Brauchtum viele hundert Jahre zurück. In Deutschland wurde der Valentinstag erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, populär. Laut meiner kurzen Recherche konnte ich mir einen kleinen Überblick über diese Thematik verschaffen und kann sagen, dass dies alles Legenden und Theorien sind, die nicht unbedingt handfest und mit authentischen Überlieferungsketten belegt werden könnten. Doch eins kann man behaupten, der Valentinstag ist auf die römisch-katholische Kirche zurückzuführen. Denn ursprünglich sollte dieser Tag als Gedenktag für den Bischof Valentin von Terni sein, von Terni sein der im dritten Jahrhundert in Umbrien in Mittelitalien lebte. Es wird über ihn unter anderem berichtet, dass er Soldaten christlich zeremoniell äh, verheiratet haben soll, obwohl dies von Kaiser Claudius II. untersagt war. Er soll den Paaren auch Blumen von seinem Garten geschenkt haben, Ob, auf Befehl des Kaisers, auf Befehl des Kaisers wurde Valentin am 14, am 14. Februar 269 enthauptet. Papst Gelasius I. führte den 14. Februar im Jahre 469 als Gedenktag an den heiligen Märtyrer Valentin ein. Und 1969 wurde, wurde der Tag aber aus dem römischen Generalkalender gestrichen, weil die Person des Valentins historisch nicht belegt werden konnte. Inzwischen aber entdeckt die Kirche den Valentinstag wieder für sich und nimmt den 14. Februar zum Anlass für besondere Segnungsgottesdienste. Und es wird auch behauptet, dass der 14. Februar bei den Römern der Tag war, an dem sich die Römer traditionell mit Blumen beschenkten. Höchstwahrscheinlich wurde dieser Brauch dann von den Christen übernommen. Eine weitere Theorie, besa eine weitere Theorie besagt Folgendes. Im heidnisch römischen Reich soll der 14. Februar ein Gedenktag für Juno gewesen sein, die Göttin der Geburt, Ehe und Fürsorge? Zu diesem Anlass wurden Blumenopfer gebracht. 60% der Deutschen halten den Valentinstag für kommerziellen Quatsch. Circa 18 Milliarden Dollar werden weltweit am Valentinstag für Geschenke ausgegeben. Laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten heißt es, rund 40% der Deutschen sind der Ansicht, dass es keinen besonderen. Tag wie den Valentinstag braucht, um seine Zuneigung zu zeigen. Sogar 75% vertreten die Meinung, dass der Valentinstag keine Bedeutung für die Liebe hat und ein rein kommerzieller und ein rein kommerzieller Feiertag ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der heilig erklärte Valentin im 3. Jahrhundert sich für die Ehe eingesetzt hat, also Männer mit Frauen verheiratete. Und möglicherweise war der 14. Februar bereits bei den heidnischen Römern ein besonderer Tag. Liebe Geschwister, wir werden uns Allah die islamische Sicht bezüglich des Feierns am Valentinstag jetzt genauer anschauen. Zunächst einmal sollten wir Muslime wissen, dass wir solche Tage nicht brauchen. Wir brauchen weder einen Muttertag noch einen Vatertag oder einen Tag der Liebe und Zuneigung. Der Islam hat uns in zahlreichen Offenbarungstexten gelehrt, wie wir mit unseren Müttern, Vätern oder Ehepartnern umzugehen haben, welche Rechte und Pflichten wir untereinander haben. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi sagte beispielsweise folgendes, Die Besten unter euch sind jene, die zu ihren Frauen am besten sind oder sie am besten behandeln. Und ich bin der Beste unter euch zu seiner Familie oder zu seinen, zu seinen Frauen. Dieser Hadith wurde in Jamia von Imam tirmidi tirmidhi verzeichnet. Und auch im Sahih-Werk von Imam Ibn Hibban Rahim, und weiteren hadith -Werken. Liebe Geschwister, ich verstehe nicht, wieso einige Muslime sich nicht mit dem begnügen und zufrieden geben, womit der Gesandte Allahs Sallallahu sallam, gekommen ist. Wieso lesen wir nicht seine Biografie? Was bedeutet die wahre Liebe? Und wie zeigt man die wahre Liebe? Haben die Propheten solche Tage gebraucht, eingeführt und gefeiert? Haben die Gefährten des Propheten Muhammad diese Tage gefeiert oder irgendwie wertgeschätzt? Wieso müssen wir alle und jedem nachmachen und suchen im Dunkelheit und lassen das Licht des Islams? Wir Muslime haben nur zwei Feiertage und Feste im Jahr. Diese beiden Festtage heißen Al-Fitr oder Eid Al-Fitr und Eid Al-Adha. Unter anderem in Sunan von Imam Abu Dawud Rahimullah wurde verzeichnet, dass Anas anhu sagte, als der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, nach Medina kam, hatten sie zwei Tage, an denen sie sich vergnügten oder spielten. Da fragte er, was sind das für zwei Tage? Sie antworteten, dies sind zwei Tage, in denen wir uns schon in der Jahiliya, also vorislamischen Zeit, zu Vergnügen pflegten. Da sagte der Gesandte Allah wasallam: wahrlich, Allah hat sie euch durch Bessere ausgetauscht, durch den Opfertag und den Fastenbrechentag, also Adha und Fitr. Al-Hakim, Al-Imam, Imam, Imam Al-Hakim Rahimullah bestätigt in seinem Mustadrak-Werk, dass diese Überlieferung authentisch ist. Imam Al-Zahabi ebenfalls und äh, auch äh, Sheikh Al-Albani unter den zeitgenössischen Hadith ebenfalls. Liebe Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu wasallam, bestätigte und bekräftigte das Feiern dieser zwei Tage aus der Jahiliyyah nicht. Auch wurde hier nicht gefragt, hat es einen religiösen Ursprung oder nicht, sondern es wurde klar und deutlich gemacht, dass wir Muslime nur zwei Feiertage haben und alles andere eine Neuerung und Nachahmung anderer Völker und Gemeinschaften darstellen würde. Liebe Geschwister, selbst wenn man meint, man hätte eine gute Absicht. Erlaubt es einem nicht, diesen Tag zu feiern und mitzumachen? Aus islamischer Sicht stellt euch vor, jemand möchte ein Opfergabe für Allah subhanahu wa bringen und macht dies an einem Ort oder unter Leuten, die Opfergaben für Götzen und andere Götter bringen. Deine Opfergabe an diesem Ort für Allah subhanahu wa taala, schau, für Allah subhanahu wa ist verboten auszuführen. Ebenfalls in Sunnan von Abu da äh, Imam Abu Dawud Rahimullah wurde Folgendes verzeichnet. Ein Mann gelobte zu Zeiten des Gesandten Allahs bei Buana, das ist eine Ortschaft, liegt auf der arabischen Halbinsel, ein Kamel zu opfern. Dann ging er zum Propheten sallallahu sallam, und sagte, ich habe gelobt, bei Buana ein Kamel zu opfern. Der Prophet sallallahu sallam, fragte daraufhin, befand sich dort eine Götze. Aus der Jahiliyyah, der angebetet wurde. Sie sagten nein. Er fragte, fand dort eines ihrer Feste statt? Sie sagten nein. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, erfülle dein Gelübde. Und dieser Hadith geht noch etwas weiter. Auch in dieser authentischen Überlieferung wird klar, wie der Prophet wasallam, erst nachfragte und auch die Festtage erwähnte, denn falls dort irgendwelche Festtage zu Zeiten der Jahiliyyah gefeiert wurden und er dort sein Kamel für Allah ta'ala schlachtet, er dadurch den Anschein wecken würde, dass er dies aufgrund des Festes macht etc. Und folgende Überlieferungen sind bezüglich dieser Thematik, liebe Geschwister, auch sehr wichtig. Erstens in Sahih von Al Imam Al Bukhari wird folgendes überliefert oder verzeichnet. Ihr werdet gewiss das Brauchtum oder den Weg derjenigen vor euch Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge befolgen, bis ihr ihnen auch dann nachgeht, wenn sie durch das Loch eines Bob durchgehen würden. Wir sagten, o Gesandter Allahs, die Juden und die Christen meinst du? Und er antwortete, wen sonst? das heißt subhanallah der gesandte allah sallallahu alaihi wasallam damals vor über 1400 jahren prophezeite und berichtete sallallahu alaihi wasallam dass unter den muslimen äh, menschen oder unter den muslimen leute geben wird die den nichtmuslimen den juden und den christen nachahmen werden so sehr dass sie sogar in ein loch gehen würden oder durchgehen würden, indem ein Dab durchgehen würde. Das ist ein Tier in der Wüste, ähnlich einer großen Exe, Allahu alam. Und äh, das soll ein Vergleich sein, wie tief oder wie stark jemand andere, anderen nacheifert oder nachahmt. Im zweiten Hadith, und das wurde im, äh, im Musnetwerk von Imam Ahmed rahimullah überliefert, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und mit dieser Überlieferung beende ich insha'Allah ta'ala meine heutige Sonntagsnasihah, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, men bi Wer ein Volk nachahmt oder Leute imitiert, so ist er einer von ihnen. Diese Überlieferung ist auch in Sunnan von Imam Abu, Abu Dawud und anderen Hadithwerken verzeichnet und ist ebenfalls Authentisch. Liebe Geschwister, Barakallahu Fikum, ihr habt gehört, was oder wie dieser Feiertag oder Valentinstag zustande gekommen ist. Rund um Valentinstag, die ganzen Legenden und Theorien habt ihr auch gehört. Die islamische Sicht habt ihr auch, inshallah ta'ala, verstanden und gehört. Und die meisten Ulama oder alle, ja, yani as Sunna die äh, über diese Thematik gesprochen haben oder sprechen und Vertauer geben, sagen klar und deutlich, dass dieser äh, Valentinstag oder dieser Feiertag äh, oder generell diese ganzen Feiertage nicht von uns Muslimen gefeiert werden darf und man darf an diesem Tag weder äh, Blumen kaufen noch Pralinen. Kauft Blumen und Pralinen und Schmuck und Parfüm für eure Familien, Frauen oder. Die Familien, die Frauen, ihren Ehemännern, wann immer ihr wollt, aber macht es nicht an einem Valentinstag, aufgrund des Valentinstages, sondern macht es an jedem Tag, an dem ihr äh, äh, eure yani, äh, Familien und Ehepartner überraschen wollt und eure Liebe beweisen wollt oder eure Liebe erfrischen wollt etc. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu besseren Muslimen machen, möge er.

Bräuche und Feiertage anderer äh, Religionsgemeinschaften oder Völker etc. nach. Äh, möge Allah SWT uns von jenen machen, die sich zufrieden geben, zufrieden geben mit dem, mit dem äh, was im Islam überliefert wurde und Alhamdulillah ta'ala. Und Alhamdulillah Rabbil Alameen hat der Islam uns sehr viele Alternativen gegeben, liebe Geschwister. Wir haben sehr viele Alternativen im Islam. Wir haben alles, was wir Menschen und Muslime für diese Dunya brauchen. Und für unsere Akhira brauchen, wurde uns in Koran und in der Sunna erklärt und erläutert, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, Barakallahu fikum fürs Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit mir und euch und all jenen, die wir für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, zufrieden sein. Und möge er subhanahu wa ta'ala all unsere Sünden, Missetaten und unsere Fehler und unsere Mängel verzeihen, zudecken und uns, تسودين أغاتسن أم تابت أوشتون كهندسن والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على نبينا وسلم